Willkommen in London Paddington. Es stehen 3 Züge bereit, die Sie übernehmen können. Sie haben jeweils zunehmend längere Strecken zurückzulegen. Ja. Für welchen Zug entscheiden Sie sich? Ich weiß, ich entscheide mich für den längsten Zug. Und das ist der 60-minütige auf Bahnsteig 10. Der fährt nach Reading. 8, 9, 10. Der fährt wann los? Um 44. Okay, perfekt. Und damit herzlich willkommen zum letzten Teilszenario, nenne ich es mal einfach, von entlang der Strecke von Great Western Express. Wir rennen mal einfach, weil wir halt einfach, ne? Völlige Scheiße. So, rein mit uns. Kurzer Frisur, okay. Dieser Schnellzug fährt nach Reading und hält nur an wichtigen Bahnhöfen. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Was? Nur an Sie wichtigen Bahnhöfen? Losfahren müssen. Okay. An wichtigen Bahnhöfen. In Reading. Wir sind in Slow gehalten, wir sind in Harris and whatever gehalten. Dann ist das jetzt tatsächlich die. Müsste das tatsächlich die richtige sein? Oh Gott. Heck. Tag. Hoffe ich zumindest mal. So. Okay, zack, zack, zack. Dann machen wir die Türen rechts auf. Kommen dafür nochmal Punkte. Oh, ja, jetzt muss ich gucken, wo haben wir denn hier. AWS. Und hier oben. Ist die normal. War da noch was? Nee, ne? Ne, passt. Hier hervorragend. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Muss mich nur wieder dran gewöhnen, dass wir halt hier so ein. Dass der Bremsweg wie ein anderer ist. Aber das ist ja, oh Gott, auch halb so wild. Das kriegen wir auch schon wieder hin. Warum ist jetzt in den ganzen Discord-Kanälen so viel Aktivität? Muss ich das verstehen? Okay, erstmal warten, bevor wir nicht noch warten müssen. Okay, nicht warten. Ich habe ja leider den Hang dazu, dass ich gerne mal etwas voreilig bin, was was das Dings, was das Türenschließen betrifft. Von daher muss ich da ja schon mal so ein bisschen aufpassen, ne? Also in Amerika. Ach, ich bin doch ein Kilometer pro Stunde. Ich sage jetzt auch, vor allem ist es auch Amerika, obwohl ich eigentlich England meine. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Es ist doch schon relativ entspannt zu fahren. Finde ich. Ist zumindest nicht ganz so aufregend wie in Deutschland. Ach, und ich fahre einfach, also ich habe herausgefunden, dass es bei Dings so gewackelt hat, bei der letzten Rapid Transit Tour, bei der Großstadt Tour, einfach aus dem Grund, weil mit dem Update oder mit der zusätzlichen Strecke, die hinzugekommen ist, ein Update reingeflogen ist, wo ein Camera Motion Sway Feature mit drin ist. Das heißt, dass es halt hin und her wackelt. Ich bin mir noch unsicher, ob mir das so gefällt oder nicht. Müssen wir mal schauen.
Könnt ihr auch von mir aus gerne in den Kommentar schreiben, was ihr realistischer findet. Dann würde ich halt mit dem realistischen Scharren weiter verfahren. Also ich persönlich finde es realistischer, ich finde es aber schon zum Teil zu stark. Also, wenn man mal betrachtet, wir sind da ja neulich so mit, weil wir sind ja auf in und um Leipzig herum sind wir ja so um die 120, also auf der Route sind wir ja mit teilweise auch 160 rumgefahren und da hat es teilweise schon bei 80 und gerader Strecke so extrem gewackelt, dass du dir gedacht hast, okay, nie im Leben kann diese Strecke auf so hoch angelegt sein, weil das einfach so krass am Wackeln war. Also ich fände da so eine Art. Wait a second. Wir gucken einfach mal nach in den Einstellungen, ob es da irgendwie so eine Einstellung gibt, die besagt, dass man. Wobei, man kann es wahrscheinlich nicht kalibrieren. Wäre aber nice, wenn man es kalibrieren könnte. Dann, was ist das? Erweiterte Einstellungen. Weil. Das wird es hier nirgendwo sein. Also, es wäre schon eine nice Sache, wenn man das kalibrieren könnte, weil ich persönlich finde, das ist zum Teil einfach zu stark am Wackeln. Also, ich finde es prinzipiell gut, aber ich fände es halt, wenn es halt anpassbar wäre, fände ich es halt besser. Aber wir fahren einfach jetzt so lange damit. Vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Aber es ist halt. Man sieht halt, es dürfte hier eigentlich nicht wirklich viel wackeln, meiner Meinung nach. Also. Dafür ist die Strecke eigentlich zu gut ausgebaut, dass das so extrem wackelt. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber. Meiner Meinung nach sollte das eigentlich eine ziemlich smoothe Sache sein, also keine Ahnung. Okay, wir sollen in Ealing Broadway halten und sollen dort sein um 9.53 Uhr. Und passend zu Großbritannien erstmal einen Schluck schwarzen Tee nehmen. Ne, wir wollen uns ja auch dem Ganzen ein bisschen anpassen, ne? Was soll man denn überhaupt da sein? Ah ne, ich habe ja schon Dings. Okay, das Einzige, was auch stört, aber ich habe auch vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, dass es so ist. Aber durch dieses Rumgewackel kommt man halt so gefühlt gar nicht hier irgendwie dazu, da jetzt so zu ziehen. So, und du hast um 42, das ist tatsächlich eine Stundenfahrt. Ja, das wird spaßig. Stundenfahrt heißt 60 Minuten plus heißt erstmal 6 Stunden Pre-Dingens, der Bums da. Wobei, vielleicht muss ich das gar nicht. Ich muss mal schauen, wie häufig oder ob ich häufig oder ob ich immer anhalten bei den Bahnhöfen noch Wartezeit habe. Wenn wir mal eine Wartezeit haben, dann wird das 6 Stunden Preview sein. Ansonsten probiere ich das mal einfach mal ohne, weil irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig, dass es so unfassbar viel Zeit dauert, aber beansprucht. Vielleicht kriege ich es hin, dass ich bei solchen, bei Train Sim World und bei Train Simulator, wenn da wieder was kommt, also sobald wieder was kommt, dass so Projekte sind, wo ich da nicht das machen muss. Das ist schon ziemlich time-consuming. Frisst sehr viel Zeit. Ganz vergessen, dass das ja
so anders ist, sag ich mal. Bei den Bremsen. Okay, 2 Minuten haben wir noch, bis wir dort sein sollen. Sollten wir eigentlich schaffen. Die Bremsen sind stärker, daran muss ich mich auch gewöhnen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass sie stärker sind. So mit 30 Meilen in den Bahnhof rein ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Den Bahnhof müssen wir komplett auskosten. Die Länge des Bahnhofs natürlich, meine ich. Weil er war halt einfach. Ich weiß gar nicht, wie viele Waggons haben wir da eigentlich? So. Überpünktlich. Car-Stop. Okay. S. S-Car-Stop. Was auch immer S-Car-Stop heißt. Wie viele Waggons haben wir denn hinten dran? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waggons, okay. 6 Cars wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, genau. 6 Cars also. Jetzt, wenn die Fahrgäste einsteigen, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Das heißt, einmal müssen wir auf alle Fälle warten, mal gucken, ob das halt unendlich viel ist, mal schauen. Ich meine, ich wollte hier eigentlich gerade zwischen den Aufwärmen, wollte ich eigentlich gucken, ob Vegas funktioniert, also ob das Vegas jetzt wieder funktioniert. Also mit wieder meine ich halt so, dass ich die alten Projekte, oder das alte Projekt von City Skyline so gesehen, was ich jetzt schon habe, beenden können, aber das habe ich natürlich wieder vergessen. Türen verriegeln. Und Abfahrt ab nach. Krass, sind wir jetzt sogar schon. Nächste Halt: Hayes and Hardington. 5,2 Meilen. Eigentlich geht ja schon fix. Danke für die Info. Was soll. Ach. Snatchic nur. Es existiert, weil es existiert, so. So, jetzt sollten wir genügend weit vom Bahnhof weg sein. Können wir auch wieder Gummi geben. Was sollen wir dort sein? Um 2 nach. 10:02 Uhr, das ist in 7 Minuten. Das sollten wir easy schaffen. Schätze ich mal, glaube ich mal. Oder? Hoffe ich mal. Geht sogar leicht bergauf. Ich frage mich, ob dieses Camera Motion Sway Feature auch jetzt in Train Simulator integriert wurde. Ich glaube, es gab kein Update. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Also es gab zwar eine neue Route, die irgendwie dazu gepackt wurde. Ich glaube, was war das? Das Kiel-Flensburg? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas aber mit Kiel, das weiß ich noch. Kiel-Rostock? Irgendwas sowas im Dreh. Aber ich glaube, da gab es halt kein Update. Kein allgemeines Update zum Game. Sondern einfach nur eine neue Route. Ja.
Das ist schnell an den Bahnhöfen vorbeizurauschen und dass man die Fahrgäste, die dort stehen, darüber informieren muss, wenn man einfach weiter weg ist. Meilen dürfen wir fahren, aber das, ich weiß gar nicht, schafft er das überhaupt? Ich glaube nicht, oder? War das nicht irgendwie maximal 90 Miles Power? Okay. Werden wir nie im Leben erreichen. Also wäre die 90 noch die wahrscheinlicherweise die 125 oder was auch immer das ist. Oh. Weiß gar nicht, was die Regelung hier. In Großbritannien, was das betrifft, ist. Auf jeden Fall müssen wir gleich auf 50 Miles Power runter. Das kriegen wir doch hin. Total smooth sogar. Ist gewackelt. Oh, rotes Signal. Rotes Signal. Das heißt, wir müssen warten. Sind wir zu schnell? Scheint so. Wir wechseln das Gleis. Okay. Wir wechseln nochmal das Gleis. Und wir haben wieder ein grünes Signal. Ach, ein grünes. Nur ein gelbes Signal. Gottes Willen. Warum sage ich immer ein grünes Signal? Ich verstehe es nicht. Okay, heiß. Hayes and Hardington haben wir gleich erreicht. Für ein rotes Signal. Aber gut, das ist hinter dem Bahnhof. Das soll uns erstmal nicht interessieren. Da wir so pünktlich sind, können wir ganz gemütlich, also wirklich gemütlich hier runtergehen vom Gas. Was heißt vom Gas? Mit der Geschwindigkeit können wir ganz gemütlich runtergehen, das würde ich eigentlich immer damit sagen. Menschenskinder, das ist doch. Das ist doch viel einfacher als mit dem Gas vom Gas runtergehen, weil wir eigentlich gar nicht wirklich Gas geben in der Form. Hä? Ich glaube, ich werde noch das eine oder andere Mal, weil du willst keine Aus- und keine Einsteigen. Okay, das war interessant.
hier Dings, ich würde wahrscheinlich auch pre-rendern müssen, wie es aussieht. All our trains and stations are no smoking areas. Please do not smoke until you have left the station premises. This includes e-cigarettes. Okay. Dann machen wir das Stimme wieder zu. Haben genug Zeit gehabt einzusteigen. Und dann geht's weiter. Nach West Drayton. Wieder mit gelbem Signal voraus. Ich sage doch gerade scheinbar ziemlich busy hier. Finde ich aber auch interessant, so nochmal auf das Camera Motion Sway Feature zurückzukommen, dass YouTube da gar nicht irgendwie anspringt nach dem Motto: Hey, dein Bild ist ganz schön verwackelt, wollen wir dir helfen? Das fand ich schon damals merkwürdig bei unverwackelten Bildern, dass man da irgendwie die so eine Benachrichtigung bekommen hat, und jetzt war es eigentlich schon ordentlich am Wackeln, also keine Ahnung, da hätte ich, also ich hätte das schon eigentlich erwartet, dass da sowas kommt, also ich meine, also ich weiß es nicht, also ich weiß es nicht safe, aber ich glaube, oh, ich schätze mal, dass es das Feature eigentlich noch gibt. Von daher. So, eine Minute sollen wir da sein, okay. Das ist ja scheinbar doch ein bisschen enger vom Zeitplan. Aber das ist gar kein Problem, da kriegen wir easy hin. Wieder Ausstieg in Fahrtrichtung links. Kommen uns noch einen Schnellzug entgegen. Mit dem wir übrigens in der nächsten Folge fahren. Die. Gut, ich weiß ja nicht, wann dieses Video rauskommt. Aber die nächsten Dienstag rauskommt. Ja, gut, das war ein bisschen zu weit. My bad. Werde ich mit 70 vielleicht auch ein bisschen früher runterreden sollen. Was in diesem Fall natürlich nice wäre. Ich weiß aber nicht, ob es kann sein, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Oh. Ja. Hier sollten sie nicht aussteigen. Da auch nicht. Da hinten schon. Oh, oh. Oh, ist aber so haarscharf. Das ist aber auch haarscharf da hinten. Wenn das Laden, also das Ein- und Aussteigen jetzt in diesem Fall auch länger dauern würde, wäre natürlich schon realistischer, vielleicht auch ein bisschen praktischer für uns. Müssen wir nicht so lange, müssen wir dann beim nächsten nicht so lange warten, also vielleicht ein bisschen besser da. Was sehe ich aber auch jetzt erst mit den ganzen Kabeln hier, das ist ja auch schon fresh. Also wäre schon, ne? Wäre sinnvoll. Also, wenn das so ist, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich
Ich weiß auch gar nicht, was das ist, ich weiß nicht, also Codebasis garantiert. Das ist halt die Frage, ob es halt mit dem Code codebar ist, den sie nutzen. Nächster Halt, Slow, in 7 Minuten. Hi, Debitzka. Das sind nur 5 Meilen, dafür brauchen wir 7 Minuten. Obwohl haben wir, ja gut, das wir haben ja auch vorher eben 7 Minuten gebraucht für, also wir haben eigentlich 6 Minuten gebraucht, glaube ich, für die letzten 5 Meilen. Oder das letzte Mal, wo wir 5 Meilen hatten. Den wollen wir mal. Hab ich jetzt eigentlich schon. Ja. Die ist alle. Ich bin ja mal gespannt. Ich glaube, ich glaube, es gilt 10. Heide Witz, da kam jetzt aber auch alles auf einmal. Ich glaube, es gilt von der Punktezahl 10.768 oder sowas zu schlagen. Irgendwas um den Dreh. Das war ja, glaube ich, die von der ersten Fahrt, so gesehen vom. Von Variante B, wie es ja, als es frisch raus war, genannt habe. Dann muss ich jetzt aber drücken. Dann machen wir jetzt nämlich Folgendes. Vielleicht klappt das sogar. War doch mal ganz angenehm, aber Neues, ne? Wobei, also ne, der Zug hat eine maximal zugelassene Geschwindigkeit von 90 Miles per Hour. Kann auch schneller. So ist es ja nicht. Aber die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit sind halt, liegt bald bei 70, bei 90 Miles per Hour. Weiter interessiert mich, da frage ich mich jetzt gerade, wie viel schafft der Max? Also, wie viel hat der in Realität? Falls ich jetzt ihn finde überhaupt. Was ist denn für eine Modellnummer? Okay, gibt nur eine Unitnummer. Also, wir haben Wackeln hier. Was ist eine GWG? Was ist eine. Ich glaube. Oh. Was für eine GWG? Ich bin mir aber unsicher. Nee, okay, dann war ja gut. Haben wir ihn doch. Dip, 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 dip. Okay, Maximum Speed. Steht auch nur Maximum Speed, nur. Okay. Vielleicht steht hier irgendwo noch in den kleinen. Wird auch nur für die Great Western Railway genutzt. Die. Zumindest die 166/2. Oh gut, ich sehe jetzt hier auch überfliegen. Nur, dass es halt einen Topspeed von 90 Miles per Hour hat. Und nicht, dass er schneller gefahren ist, war schon mal. Oh, Turbo Power. Stiefel freigeschaltet. Interessant. Das sollten mal in eine Bremse gehen. Ne, sehe ich auch nichts hier jetzt. Jetzt müssen wir schon ein bisschen ordentlich in Eisen gehen. Operations.
So, konzentrieren wir uns wieder aufs Halten. Notbremse wollte ich jetzt nicht. Aber gut. Was passiert? Es ist passiert. Gott, wir sind ja richtig früh. Dann müssen wir gleich richtig wieder warten. Heidi Witzke. Türen entriegeln. Dann verriegeln wir wieder fix die Türen. 500 Punkte, nice, nehme ich mit. Nächster Halt liegt in 2,5 Meilen und es ist Burnham. 3 Minuten sollen wir dort sein. Also zeitlich gesehen ist halt schon angemessen, also passt eigentlich ganz gut so in den Plan von der Streckenzeit, die man braucht hier. Also von der Fahrzeit, Streckenzeit. Okay, ganz vergessen, da ich die Heizung noch anhabe und sich testen wollte, wie das eigentlich, ob man das eigentlich hört. Da habe ich jetzt beim letzten Test das gar nicht mehr angehört, dann das ist halt der zweite Test. Also irgendwie schon, ich finde es angenehm, mit durchzugurken. Also da steht ein Gegenzug von uns. Er fährt gerade los. Mittlerweile sind wir schon fast dort. Dort. Nicht, ja. Wie auch immer, wo auch immer das A jetzt gerade herkam. Erst nochmal da sein. Okay, jetzt sind wir schon enger bemessen jetzt irgendwie hier. Habe ich so das Gefühl. Also wir kommen im Rahmen an, aber ne, ohne Vorsprung. Also mal ist es ordentlich stramm bemessen, mal auch wieder nicht. Also es ist irgendwie interessant. Bisschen weit, aber ist ja hier in Ordnung. Für 81 haben Punkte haben wir dafür bekommen. 8111. Wie weit haben wir es denn noch? Wir sind ja schon relativ nah am Ende, oder? Taplow, Maidenhead, Twyford und dann Reading. Reading. Oh, den verriegeln. Ja, mein. Ups. So. Nächster Halt. In 2 Minuten Taplow. Okay, sind 1,5 Meilen. Passt dann ja. Wir haben 8619 Punkte. Wir bekommen roundabout noch
4000 Punkte für die Stops. Also neuer Rekord wird's auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob das halt für die Goldmedaille reichen wird. Werden wir dann sehen. Ich bin ja mal gespannt. Mensch, bei dem Geschaukel wird man ja schon fast wieder seekrank hier. Wobei es jetzt halt gerade so ein bisschen geht, also irgendwie. Ich finde es mir trotzdem ein bisschen merkwürdig, weil irgendwie. Es sieht halt gerade aus, ne? Also. Ich sehe da eigentlich keinen wirklichen Grund, warum das so arg wackelt. Oder wackeln sollte, besser gesagt. Auch Stück in Fahrtrichtung links, wie ich sehe. Von den Bahnhöfen her finde ich es echt schön auf der Strecke. Also ein sehr schöner Baustil, finde ich. Und Türen auf. Hallo, Türen auf, Dankeschön. Ganz hinten steigen welche ein. Aber auch nur ganz hinten. Die da hinten verschwinden schon wieder im Bahnhofsgebäude, nennen wir es mal einfach so. Bezeichnen wir das Despawn mal einfach mal so. Türen verriegeln. Oh Gott, oh Gott. Und Abfahrt. Nächster Halt Maidenhead. In 1,8 Meilen. Wir sollen dort sein in 2 Minuten 10. Das könnte noch mal eng werden. Das war ein sehr schönes Bild. Man hat sehr viel gesehen.
Und wieder runter. Bremsen ist angesagt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vielleicht auch ein bisschen stärker in Eisen gehen. Oder... Ah, das passt schon. Na, obwohl doch. Wir wollen ja nicht rein rauschen. In der Bar steht zwar auch gefühlt nur eine Person dort, aber... Muss ja nicht sein. Okay, es stehen jetzt doch drei. My bad, 4, einer ist gespawnt. Und Türen auf. 10.479 Punkte. Damit haben wir fast das Goal erreicht, was wir überschreiten mussten. Was aber auch wieder, wie gesagt, oder wie bereits vorher schon erwähnt, nicht so schwierig war, weil es halt ne, die längste Strecke ist. Habe ich wieder was anderes geöffnet, als ich wollte. Warten müssen wir diesmal auch wieder nicht. Das ist echt ein Spiel zwischen. Wir müssen warten, wir müssen nicht warten. Nächster Halt, Twyford. Um 10.35 Uhr. 6,7 Meilen. Holy. Können wir die 90 vielleicht nochmal ausfahren? Vielleicht aber auch nicht an allen. Ups, war halt noch nicht an allen Bahnhöfen da. Ich weiß gar nicht mehr. Alle Durchgangsbahnhöfe oder wie, wo ich die Worts genannt? Ich weiß schon nicht mehr. Die Reichweite der Fernkampfmagie ist ein Witz. Boah. Ich weiß schon nicht mehr, was für ein Char ich hatte. In Teso, also da welchen neuen Char. Eine von diesen schönen Abschnitten. Okay, es geht sogar noch ein bisschen bergauf, aber wo gefühlt einfach nichts kommt, sondern die Landschaft an einem vorbeirauscht. Renner davon würde ich ganz Dings machen. Dip, 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 dip. Bevor ich das wiederum vergesse und das gleich mal hier sehe. Dann schon wirklich ist es aber ja auch hier ein bisschen schön, so mit, also ein bisschen ist es auch schön hier mit den ganzen Feldern, die halt hinter der Hügellandschaft stecken.
Die 90 werden wir noch erreichen, natürlich schon mal fest, auch wenn es leicht bergauf geht. Die 10.000 haben wir, oh, die, nehmen wir mal einfach die 11.000er Marke, haben wir überschritten. Hervorragend. Ich hoffe mal, es reicht für die goldene Medaille. Das werden wir aber in roundabout 10 Minuten sehen. Ungefähr gleich lang und gleich schnell von der Geschwindigkeit her so gesehen. Von der zeitlichen vom zeitlichen Aspekt, ja. So, 90 haben wir gleich. Zeitlich sollten wir easy dort sein. 3 Minuten haben wir noch. Für 2,4 Meilen. Das ist halt die Frage. Ich glaube, wir sollten dann schon in dem Bremsvorgang in 1,2 Meilen starten. Bei der Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade drauf haben. Sprich, Bremsvorgang heißt dann in diesem Fall wieder Bremse 1. So, ne? Und wir sehen, der Zug schafft es auch schon ein bisschen mehr als 90, aber ist halt nur dafür zugelassen. Also. Zumindest sieht es aus wie 91 eigentlich gerade. Leitet mal den Bremsvorgang ein. Die Bremsen rausnehmen können wir halt immer noch. Dann lieber zu früh anfangen zu bremsen als zu spät. Ich frage mich ja, inwiefern diese 1%, ach, die 0,1%ige Steigerung halt Auswirkungen hat auf. Die nennen wir es mal Stärke des Bremsvorgangs, oder die, ob das halt dem Bremsvorgang so gesehen ein zusätzliches Plus gibt, nennen wir es mal so. Und zack, jetzt sind wir wieder ordentlich früh da, also es ist echt ein Hin und Her, also entweder pünktlich oder zu früh. Schließen und Abfahrt. Gleich nur noch mit 40 Miles per Hour, aber da ist ja kein Problem. Dann geht's leider mal kurz auf ein anderes Gleis. Höchstwahrscheinlich. Nächste Halt, oh, wobei, nächste Halt ist sogar schon Reading. Also, 6 Minuten haben wir Zeit. Für 4,8 Meilen. Aber es wird wahrscheinlich auf dem Gleiswechsel ankommen. Wird es geben? Sowas in der Art. Da ist ja ein Fluss. Da ist ja ein Fluss. Da ist ja ein See. Ich habe noch gar nicht gesehen bisher. Hoppla. Huch. War ich von dem Wasser so abgelenkt. Ich bekomme garantiert, ich krieg's garantiert hin, noch eine Zwangse hier zu bekommen. Irgendwann. Irgendwann bin ich so abgelenkt, dass ich doch noch eine bekomme. Vermutlich dann, weil ich nicht rechtzeitig vom Gas gehe. Ja, check. Gleiswechsel. Sogar ein doppelter Gleiswechsel.
Und dann wollen wir mal wieder Gummi geben. Ich auch mal. Geben wieder ein bisschen Schub. Geschwindigkeitsbeschränkung wieder in 2,3 Meilen. Aber aktuell ist ja alles im grünen Bereich. Ist auch echt viel los hier, ne? Muss man schon sagen. Kein Wunder, dass es vierspurig ist. Beziehungsweise, dass es viergleisig ist. Ist ja schon ein sehr breites Schienennetz. Gut, ist dann natürlich irgendwie auch verständlich, weil London damit verbunden wird, oder London an dieses Streckennetz angebunden ist. Aber wo hätte natürlich auch sein können, dass es dann irgendwann zweigleisig wird, ne? Also. Wobei, vielleicht wird es ja auch zweigleisig irgendwann, aber wir sind nicht in dem Rahmen, so gesehen. Wo es da zweigleisig wird. Es geht bergab, das sieht aus, als ob es bergauf geht. Wir kommen zum Endbahnhof. Was wird es wieder? Erst muss ich wieder wach werden, dann werde ich gerade müde. Aber die Konzentration kommt was wieder. 95. Gott, dieses Geblöre, das ist halt echt nervig. Oh Gott, was? Okay, die 40, die war jetzt. Kam es überraschend. Nochmal ein Gleiswechsel. Da haben wir aber nur noch erreicht. Nicht. Geht doch wieder runter auf 40. Wenn man wieder mal ein bisschen Schub geben, damit man doch noch recht, also damit man sehr pünktlich ankommt, dann wird einer wieder einen Strich durch die Rechnung abgemacht. Wobei 40, wir sind ja jetzt auch mittlerweile hier in der Nähe vom Bahnhof, dann ist es eigentlich auch schon angemessen. Beziehungsweise von einem größeren Bahnhof als den Durchfahrtsbahnhöfen. Aber das zeitlich ist ja alles im Rahmen, von daher passt das. Und hier endet auch unsere Fahrt. Ich glaube, 15.000 können wir sogar noch bekommen. Mal gucken.
glaube, es gab am Ende nochmal so einen kleinen. Gab es nochmal ein Ende in den Schub? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Riegel und so weiter. Gab häufiger schon so um die 500. 481, 471. Das ist da die Frage, lag das. Das kann nicht an der Zeit gelegen haben. Das muss am. Die Punkte müssen an der Haltegenauigkeit festgelegt werden. Und auch an der Zeit? Ich habe keine Ahnung. Das würde mich ja schon interessieren. Sehr schön, gut gemacht. Heilige es scheint, Scheiße. Dass Sie alle Arten von Zugdiensten bewältigen können, die wir in der Thames Valley anbieten. Leisten Sie Fuck weiter solch life. Hervorragende Arbeit. Halber Schock. Hervorragend, gut, wir waren jetzt einmal einen Ticken zu schnell. Wir waren runter und so weiter, aber das ist ja halb so wild. Oh, Goldmedaille, geil. Hat der geklappt, hervorragend. Ich glaube, wir sind mittlerweile Level 15 und Level 7 ist in Great Western Express, Level 6 in der Class 166 GWG. Haben eine Stunde 3 und 51 benötigt, aber so eigentlich weniger, aber ja gut. 36 Meilen und ja, Goldmedaille, hervorragend. Sprich, beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, geht es dann weiter. Mit einem weiteren Szenario sind noch 3 Stück an der Zahl, wenn ich mich recht sinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video von Transform World wieder oder in einem weiteren Video auf diesem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.